Ja, komm, wir auf den Platz. Vom satten Hugo gucken wir uns an. Wie heißt denn das Video? Papa Lul. Oh, was? Oh, ich glaube, wir sind schon live sogar. Ja, sind wir live? Ja, wir sind live. Was? Oh, was ist denn hier? Oh, nee, warte mal, was ist? Oh, wir sind schon live. Aber wer bist du denn? Sehr gut. Hä? Okay, schönen Abend. Wie random kam das denn, Digga? Der war noch vom Spiel vorher. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten. Digga, das war ja so random. Applaus! Boah, er hat so eine schöne Prada-Weste an. Ja, also Leute, ey, heute Amarix Eli, 50.000 Euro. Boah, die muss ich mir gleich abfotografieren, Digga, die ist ja Maschallah. Kostet auch nur 3.000. Oh, gibt es heute hier zum Naschen für die ganzen Leute, die mit dabei sind. Wir haben 33 Creator hier mit vor Ort. Wir sind jetzt gerade... Ich habe nur Gutes über das Event gehört. Ich habe leider selber wenig verfolgt, aber ich habe nur Positives über dieses Event gehört. Auch da nochmal Props. Bereit für die erste Auflösung, die erste Gruppierung kommt. Sascha, du ziehst bitte gleich hier aus diesen Töpfen raus, okay? Oder wie soll ich ziehen? Ich bin zu Hause. Du bist der Kopf und Amar ist dein Körper. Sascha wurde gerankt, übrigens von mir, Sascha. Amar, dein guter Kollege, hat dich als NPC-Loser gerankt. Du gehörst zu den schlechtesten Spielern des Turniers laut Amar. Ja, natürlich, ich bin der Schlechteste vom Schlechtesten. Wieder geil. So, da geht's runter. Mitte. Der Clip war so legendär. Mitte einfach. Dein Creator, den du mit dabei hast, ist? Die Lexa. Die kann Triple-Edit. Ja, die Lexa, Digga, da mach ich ein bisschen neidisch das Auge. Ich sag ehrlich, die hat einfach einen eigenen Fortnite-Skin bekommen, Digga. Ich glaube, ich muss gestehen, ich war sogar so salzig, deswegen, dass ich sie über TikTok blockiert hab, Digga. Weil mir so viele Videos davon angezeigt worden sind. Ich war so salzig, hab ich gedacht, scheiß drauf. Einfach blockieren. Aber ich habe natürlich kein Problem mit ihr, das ist klar, Digga. Sauber. Ist doch ohne Bauen, oder? Es ist auch mit Bauen. Bist du gut? Was ist denn so die Definition von gut? Also kannst du einigermaßen bauen? Ich dachte, wir spielen... Also ehrlich gesagt, das ist jetzt so ein bisschen schlecht, weil ich dachte, wir spielen No Build. Oh mein Gott. Hast du denn schon mal gebaut? Also kennst du deine Keybinds? Keybinds? Also weißt du, was du nachher klicken musst, um irgendwie eine Wand zu placen? Ich brauche doch den anderen Style. Wie ändere ich den Style? Ist der Skin Luciano? Bruder, das ist Lewis Hamilton. Mauri Pastore. Unglaublich gut aussehender, bekannter TikToker mit sehr witzigen TikToks, muss ich immer wieder lachen. Nee, Mauri Pastore, ja okay, witzig vielleicht, aber ich bin nicht in meinem Team, bitte. Ist das nicht der Typ, der seine Chicken McNuggets angebrannt sind? Der hat jetzt einen kleinen Hype oder so, ne? Oder ist auf einmal sehr bekannt geworden in den letzten Monaten, richtig, right? Oder war er vorher schon? Ich habe das jetzt nicht so alles so verfolgt. Ja, durch Craft Attack, ah, okay. Ich habe mir sagen lassen, dass er auch gerne zum Event möchte von mir. Er ist cool, ja, eventuell schreibe ich ihm mal. Es ist komplett Arsch. Du wurdest als guter Spieler eingestuft und bekommst einen guten Mate dazu. Ist doch nicht Mittel! Ach, Bruder. Guter Spieler. Norix. Nein! Nicht in meinem Team, bitte. Kennst du ihn? Nee. Ja. Aber wir lernen uns gleich kennen. Ah, doch. Chicken Nuggets war ein guter Call. Meine Chicken Nuggets! Aber der Clip ist auch bis heute ein All-Time-Klassiker. Ich würde sogar sagen, meine Chicken McNuggets ist so dieses, die besten deutschen Memes so mäßig. Der wird auch noch in 10 Jahren geliked, weil jeder das auch nachvollziehen kann. Jeder von uns hat schon mal Chicken McNuggets im Ofen gehabt oder eine Pizza oder so und die sind verbrannt. Ist ein Klassiker wie Mozart. Sag ich. Hallo, du Timex hier. Was machst du, wenn dein Sohn sagt, ich möchte keine Ausbildung machen, ich möchte Streamer werden und du kommst rein und siehst da? Was? Willst du mir morgen? Ich kann nicht raustappen! Wurdest du nicht zum Fortnite Cup eingeladen? Ja, Eli und ich haben uns getroffen und wir hatten eine Meinungsverschiedenheiten. Dann haben wir uns geprügelt, mega hart. Mein Jochbein hat er mir angebrochen und ich habe ihm ein blaues Auge geschlagen. Und dann sind wir im Streit auseinandergegangen und deswegen habe ich keine Einladung zum Fortnite Cup bekommen. Das würden so viele Leute so, so gerne. Guck auf mich und Hugo. Guck aber, wie clean ich das mache. Macht's dir Spaß? Digga, man erntet, was man sieht. Nochmal. Habt ihr irgendwas auszusetzen? Ob du irgendwas auszusetzen hast? Hast du was auszusetzen am Turnier, Mustafa? Ach, du heilige Schwein. Ob du irgendwas Scheiße findest? Ach, nein. Was soll ich sagen, Bruder? Wir können in die erste Runde gehen. Sehr, sehr aufwendig alles. Können wir endlich spielen? Wir werden alle Kills holen und die Punkte bekommen. Was soll die Bruder jetzt? Hier.
Wiederschauen. Also Revi ist auch so falsch gehalten in dem Spiel. Hallo, Bro, die Tür ist zu, er kommt durch, erzähl mir das, wie das gehen soll. Fortnite ist ja übel geiles Spiel, Bruder. Was habt ihr noch an Healings dabei? Gar nichts. Ich hab was anderes für dich. Mega, ich schwör, ich schwör, wir alle, Alter. Mega, halt die Fresse! Das war eigentlich auch eine gute Idee, da so ein paar Nervensägen reinzuschicken, so mäßig. Das kenne ich auch noch von Sascha damals. Das, du willst ja auch nicht unhöflich sein, aber es f*** schon übertrieben ab. Okay. Oh, ich muss riften, ich muss riften. Ich werde sonst zu shoppen, no joke. Ja, Digga. Ey, was ist das hier für ein Turnier? Ich höre nichts. Digga, no joke. Ich bin morgen sowas von zu Hause, Amar. Noch nie, Digga, habe ich für 50.000 potenzielle Euro so viel gearbeitet in meinem Leben. Digga, bei Revi ist sie krass komplett. Nachricht von Master Lukas. Wo bist du? Dylexa, ihr macht es. Das ist aber nicht dieselbe Band, die bei mir im Keller war, ne? Ja, ich hab grad hier ein bisschen Besuch, Alter. 1, 2, 3, Test. Bro, ich stehe no joke mit Andreas draußen vor Halle 3, you know? Aber doch, zum Teil, ehrlich? Insane. Hier gibt's actually kein Bubble Tea. Hopefully dann drin. Die neue Papa-Platte-Stimme, jetzt auch seit einer Woche im Einsatz. Ich hab gestreamt, Schneidtag, so wie es ist. Ehrlichkeit geht vor. Man fällt halt auf einer Frankfurter Buchmesse mit einem T-Shirt von Papa-Platte. Ich bin ja two-sprachig grown geworden. For me wären actually nur deutsch-englische Bücher interesting. Danke, Papa-Platte. Mit Bildwörterbuch klingt eigentlich ganz cool. Ich lerne es dann zusammen mit meinen Kindern, sobald ich sie erstellt habe. Also gemacht habe, nicht also man kann ja auch Kinder erstellen, aber... Habt ihr Kinder? Nee, gell? Macht Kinder, es ist unglaublich. Macht euch ein Kind jetzt. Heute Abend, wo sind die Frauen, die sagen, ich bin empfänglich 1 in Chat? Wo sind die Männer, die sagen, ich mach's dir 11 in Chat? Ist es bei dir auch eine Privatsphärengeschichte oder wäre es bei dir eine Privatsphärengeschichte? Ich bin am überlegen, ob ich das nicht so langsam einführe. Wenn du halt gar nicht deinen Beziehungsstatus verrätst, bekommst du statistisch gesehen mehr Angebote bei Instagram. Also vor allem, wenn du eine Frau bist, so jetzt weiß ich, ob es auf mich zutrifft. Adam, nur einen Finger vielleicht als kleiner Tipp. Nicht immer hier gleich die ganze Patsche haben. Ja, das hat mir meine Freundin auch mal beigebracht. Alles klar. Ah, die beliebtesten Sexstellungen dort. Tiger. Das ist denn Klammeraffe? Das mache ich immer versehentlich. Ich wusste nicht, dass es eine. Jetzt kann ich sagen, hey, das ist aber eine Stellung. Check dir das Adam Sex hat, Bro, weil das macht keinen Sinn für mich in meiner Welt. Adam, ich veranstalte am. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, sage ich ehrlich, Digga. Wochenende einen Flohmarkt. Vielleicht willst du da ja streamen. Es gibt viele ungetragene T-Shirts. Vielleicht ergibt sich ja da der ein oder andere Mitleidskauf. Diese ganzen Schnöse, die da oben in der 6. Etage sitzen. Oh nein! Es war halt wirklich die 6. Etage! Jo, im KDW, richtig. Ich habe mit Kilian telefoniert, da haben wir heute gerade noch drüber gescherzt und gelacht. Das kann man sich nicht vorstellen. Er hat mir eine Nachricht bei WhatsApp geschickt und hat gefragt, Jo Digi, ist dein neuestes Ankündigungsvideo mit KI gemacht? Dann denke ich mir so, hä? Was für KI? Dann rufe ich ihn an und frage, Bro, welches Video meinst du denn? Und dann sagt er, ja, in deinem neuesten Ankündigungsvideo hast du so frei gesprochen, hast du das mit KI erstellt? Ich sage ihm, nein, das habe ich gestern Morgen aufgenommen. Er hat wirklich gedacht, weil ich da frei und flüssig gesprochen habe, dass es mit KI aufgenommen worden ist, Digga. Das ist also, hä? Das ist eigentlich so traurig. Oh Mann! Alter, das nimmt mich gerade richtig mit, dieses Video. Monte spendet 3 Euro. Montag wieder KDW. Ganz sicher nicht. Hab das. Es war so eine gute Zeit mit ihm da. Das war so eine schöne Monte Zeit. Monte spendet 3 Euro. Montag wieder KDW. Ganz sicher nicht. Das hat so Spaß gemacht, mit ihm zu shoppen. Der sieht auch fresh aus, sag ich, mit pinker, kurzer Hose, Balenciaga-Tasche. Hab das Geld gerade der Toilettenfrau vom Teller geklaut. Dankeschön. Also, nein! Rainer Winkler spendet 3 Euro, die letzten 3 Euro vom Schanzenverkauf. Ich könnte wirklich heulen innerlich. Das sind immer die Belege, wenn jemand zappt. Oh, Junge! Ich kann dich nicht Alter! Wissen, wie du heute bist. Was macht ihr denn hier heute? Ich habe zu Kilian schon gesagt vorhin am Telefon, ich glaube, ich muss auch mal meine Privatinsolvenz bzw. dass ich verschuldet bin, vortäuschen. Digga, da kommt mal wieder anständiger Support rein. Weihnachten dir, Kilian. Ey, danke schön. Hä? Digga, wir haben es den 18.11. Nur weil Mund und Hut trägt, heißt es nicht, dass schon Weihnachten ist. Doch. Ist das jetzt mein Vater oder so? Wir sehen halt ein bisschen gleich aus, ne? Papa? Boah, guckt euch das an. Dieses Video mit Elotrix. Direkt casten eine Sprachnachricht. Heute nochmal rein in der Runden, sage ich. Geht mal ohne Bauen. Stabil, labil. Du bekommst jetzt eine Woche Timeout, weil du Schloch es nicht gesehen hast, dass wir seit einer Stunde Nobel spielen. Du Schloch, wieder nonstop. Sometimes
Herzlich willkommen bei der allgemeinen Chat-Show. Da ist er. Wunderbar. Das hat wunderbar geklappt. Es ist heute eine ganz besondere Show. Oh, komm. Ey, wenn ich jetzt... Es geht noch weiter mit den News. Ich bin noch lange nicht fertig. Also. Weck mich einmal. Keiner gesehen, Ruhe. Ich habe auch einen kleinen Shop, sage ich jetzt mal. Da kann man hier so Hoodies beispielsweise so mit Hab ich da 2H. Da können wir auch aus meinem Shop mal freie Auswahl machen, später mal. Ja, aber das wäre doch was Einzelnes, wenn wir das als Trostpreise heute nochmal hinterhergeben, wenn es nicht geklappt hat. Nee, komm, dann ist allein, ganz ehrlich. Bisschen wenig Onkel Monte Clips, finde ich, aber gut, das ist auch vollkommen okay.